Wir sind soweit. Wir auch. Aufnahme Nummer 1. Hans, lass klappen. Hi Semi. Auch noch. Ja, klar. Ja. Also, 1, 2. Er hat vor Haus. Der Name ist Hans Reich, das heißt Johannes Reich. Dem Notar heißt immer genannt Hans. So, geboren 17.12.40 in Horb. Werner Eggenweiler. Werner Josef Eggenweiler, richtig, ja. Geboren am 9. Januar 1952 in Tübingen. Immer, der Ältere fängt meine immer Eltern an. Sind hier, sie stammen von Empfinger. Und mein Großvater stammt von Mühringen. Der ist nach Empfinger gekommen, 1909. Und da ist die Bäckerei entstanden und meine Mutter gebaut, 1912. Von Bad Niedernau, wo ich wohne, bei Rottenburg. Da war relativ wenig los, wo ich 18 war, 20. Also hat mich nach Empfinger gezogen. Habe meine Frau hier kennengelernt als junges Mädchen damals, auch 18, 19. Ich also durch die Liebe bin ich nach Empfinger gekommen. Ich bin seit 1977, da haben wir geheiratet dann in Empfingen und seitdem bin ich hier. Also inzwischen auch 45 Jahre. Ich habe Werner kennengelernt, er war im Nahrungs- und Vatergruppe in der Kulturgemeinschaft, ja. Und war immer bei mir oben, wenn es um eine Spende gekommen ist oder hat Bestellungen gemacht. Und so haben wir uns kennengelernt. Und wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut, vertrauensvoll. Und bis zum heutigen Tag. Das, also, ich denke mal 40 Jahre wird es schon sein, dass wir uns immer näher kennengelernt haben. Ja, ja. Wenn er was sagt, sein Wort gilt. Bei ihm hat es auch gelten, ja. Das war einfach eine Ehre dann mit ihm, das ganze Ding zu machen. Unkompliziert, einfach, ja. Und hilfsbereit immer. Die Ehrlichkeit. Man kann ihm erst erzählen, er ist verschwiegen. Und vor allen Dingen das Vertrauen, das wir aufgebaut haben. Das ist unerschütterlich, das Vertrauen. Das schätze ich an ihm. Es gibt einen chinesischen Spruch: Lache mir, leuchte mir, sage Ja zum Leben. Das trifft auf dich zu. Ja. Alte Garde, ja, denen kannst du was erzählen und sagen, das gilt und ja, ich kann mich immer verlassen auf ihn. Wenn ich was will oder wenn ich was braucht habe oder egal, auch heute noch, kann ich ihn anrufen und ich frage ihn auch wie vorher um seine Meinung. Da weiß ich, er hat Erfahrung und er gibt mir immer gute Ratschläge. Ich kenne ihn eigentlich, dass er schlecht drauf ist. Ganz, ganz selten. Also ja, meine Frau sagt ganz, oft. Ganz selten. Er ist immer optimistisch und hat immer einen Blick schon mal über den Tellerrand weit, weit hinaus. Das gefällt mir auch an ihm. Ich habe Bäcker gelernt. Mit 13,5 bin ich in die Lehre. Meine Eltern haben Bäckerei gehabt. Und dann hat mein Vater gesagt, er ist krank, ich habe gekriegt und meine Mutter und gesagt, es wäre gut, wenn du lernen tätest. Ja, jetzt ein Beruf lernen, jetzt war's. Und ich habe in Niedernau gewohnt und mein Opa hat eine Metzgerei gehabt und eine Gaststätte. In dem Haus haben wir gewohnt. Und das war der Wunsch von ihm, dass ich Metzger lerne. Und nachdem ich mich entschieden habe, nein, ich mache was anderes, war er natürlich enttäuscht. Ja. Aber ich habe mich dann entschieden, ich mache kaufmännische Lehre mal. Ich habe eine Lehre gemacht, als erstes zum Industriekaufmann. Und in dieser Firma habe ich angefangen 1967, 68 mit der Lehre.
und bin lieber bis zur Rente. Ich habe also nur einen Arbeitgeber gehabt. Und der Martin Luther hat einen Satz dazu gesagt, zu allem, die Zukunft gehört denen, die die Zeichen der Zeit erkennen. Und unsere Zeit ist heute, damit wir diese alte Sache erzählen können.